Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns beiden. Von Vinny und mir, aber Saskia ist hier, also von uns beiden. Yeah! Я потрачу на тебя свой самый лучший день. И я потрачу на тебя свою лучшую ночь. Потрачу все, чтобы тебя раздеть. Сегодня я. Heute ist ein Tag vor der 10.000 Kalorien Challenge. Willi und ich werden gleich erstmal einkaufen gehen. Davor geht's noch ins Training. Wir werden Willi gleich abholen, Saskia und ich. Da fährt man immer ungefähr 25 Minuten. Aber ich mag Autofahren, deswegen ist das für mich gar kein Problem. What the freaking hell? Guckt euch mal bitte diesen Kranz an. Diese Kerze hat sich einfach mal gedacht, okay, ich gehe von der Seite auf. Ist mir vollkommen egal. Ich hätte den ganzen Kranz voll gesifft. Machen wir jetzt das gehen. Ja, du machst das sauber. Ach so. So läuft das also. Ach so. Nein. Auf jeden Fall geht's jetzt erstmal Willi abholen. So, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Beziehungsweise bei Willi angekommen. Da steht erstmal unser Golf, Freunde. Abgemeldet. Ohne TÜV-Plakette. Wird aber jetzt demnächst repariert, deswegen können wir den bald wieder anmelden. Ich habe Willi eigentlich schon vor 3 Minuten oder 4 Minuten geschrieben, aber ich sehe noch keinen Willi. Willi? Wo bist du? Hier bin ich, Mann. Hi. Hi. Hier. Danke. Aber erst ins Auto gehen. Let's go, der Hase. So, Freunde, heute steht nur Deload an, deswegen werden wir euch nicht so viel vom Training zeigen, was ich euch sagen werde. Meine Brust bzw. meine Schulter tut ein bisschen weh, deswegen werde ich die ganze Woche erstmal kein Bankdrücken machen. Stattdessen fahren wir hier mit der Brustpresse an. Auch eine geile Übung, die wir jahrelang nicht mehr gemacht haben. Okay, so circa seitdem die Heuss-Brustpressen da sind. Aber ich muss sagen, vielleicht eine Übung für den nächsten Zyklus, macht richtig Bock die Übung. Arthur ist da nicht so überzeugt von, oder? Heuss ist besser. Heuss findet er besser, aber ich finde, ja, finde die auch ganz nice. Was machst du? Digga, ich wollte gerade... Was machst du? Digga, wer bin ich? Jo, was geht? Ja, Leute. Okay, jetzt wird trainiert. Weiter ging es gerade mit dem Kurzhantel, Schrägbank. Aber ich würde sagen, das war's mit dem Training. Jo, ciao. Wir sehen uns beim Einkauf wieder. Und da sind wir jetzt auch im Auto und fahren jetzt erstmal zu kaufen. Wir gucken, was es so geben wird. Also, was ich so. Ja, was mir einfällt. Nicht was es geben wird, sondern was wir uns holen. Ja, uns holen. Also, erstmal dick den Einkaufswagen voll machen. Bin schon mega gespannt, wie das morgen wird, weil wir jetzt schon etwas länger im Aufbau sind. Das vorletzte Mal waren wir aus der Diät und das letzte Mal waren wir auch schon ein bisschen im Aufbau. Nee, umgekehrt. Echt? Das letzte Mal waren wir aus der Diät, die 30.000 Kalorien, ja. Und das davor war Ende vom Aufbau. Ja, also die Sache ist halt, wenn man aus der Diät kommt, hat man halt den heftigsten Appetit, aber wird auch schnell satt, weil der Körper sich einfach so umgestellt hat, das Magenvolumen einfach ein bisschen weniger geworden ist. Alter, aber Handy, glaube ich. Krank. Und im Aufbau hat man einfach nicht den höchsten Appetit, nicht den größten Appetit, aber dafür hat man mehr Magenvolumen, weil man einfach allgemein mehr isst. Ja. Ich bin gespannt, was Kaufmann für uns hat. Plus, wir haben bis jetzt noch keine themenspezifische Kalorien-Challenge gemacht, also keine 10.000 Kalorien-Challenge. Und da muss man jetzt erstmal gucken, was hat überhaupt viele Kalorien. Ja. Süßigkeiten fallen mir viele ein, Gebäck, Spekulatius, Lebkuchen, und wir Eis. Wir möchten hier Weihnachts-Editions. Aber es geht nicht nur süß, deswegen müssen wir erstmal gucken, was es Salziges gibt. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt da und schauen, was mitkommt. Auf jeden Fall suchen wir jetzt erstmal hier rum. Zum Beispiel bei Cornflakes gucke ich gerade, ob es irgendwo so eine Weihnachts-Edition gibt. Die Hauptsache passt, aber es sieht nicht danach aus. Das heißt, die Suche geht weiter, Freunde. Okay, wir wurden jetzt erstmal fündig, und zwar diese Snowballs von Milka, also einfach eine Schoko Special Edition mitnehmen und weitersuchen. Und es ist einiges dazu gekommen. Einmal hier diese Winter Edition von den Chocolate Chips mit feiner Zimtnote. Dann haben wir hier diese Schokolollis, dann haben wir hier Toffifee Winter Edition und Spekulatius. Kinderschokolade auch noch. Und ich würde sagen, weiter geht die Suche. So, Freunde, der Einkauf wurde gemacht und wie ihr gesehen habt, war sehr viel Süßes da und wir haben wirklich gar nichts Deftiges eingekauft. Ganz einfach, weil wir keine Ideen hatten, was wir Deftiges essen können, bis auf Knödel mit Rotkohl und ganz viel mir einfach nichts ein. Und ich weiß nicht, das hat nicht so viele Kalorien, aber gucken, ob wir uns das morgen noch gönnen werden oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Zum Glück habe ich Instagram und es gibt diese Funktion, Fragen zu stellen. Dann habe ich natürlich gefragt, Freunde, fällt euch irgendwas ein, was ich essen kann? Und zum Glück ist die Community auf Instagram auch so strong wie auf YouTube. Ich denke, die meisten von euch folgen uns auf Instagram. Deswegen war mir schon klar, dass ich einige gute Antworten bekommen werde. Unter anderem gibt es sowas wie Käsefondue. Ich habe auch schon gedacht, vielleicht sowas wie Ofenkäse. Das ist eigentlich auch relativ weihnachtlich. Da muss man auch gucken, okay, Käse füllt das den Magen zu sehr, macht das den Magen
machen zu sehr zu. Muss man gucken, ob wir das zum Beispiel essen. Was gab es da noch? Zum Beispiel Reibekuchen, Langos oder Langos. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ich habe erstmal gegoogelt, was das überhaupt ist. Ich kannte das vorher noch gar nicht. Und das ist eigentlich nichts anderes als Flammbrot mit irgendwie Käsefüllung oder so. Ich weiß es nicht. Ich werde es auf jeden Fall mal auf dem Weihnachtsmarkt gönnen und gucken, wie das Ganze schmeckt. Dann noch sowas, ja, klassisches wie Bratwurst im Brötchen. Das gibt es auch oft auf dem Weihnachtsmarkt. Dann kann natürlich auch ab und zu das Beispiel Rouladen mit Rotkohl und Knödel. Gibt es eigentlich bei uns auch oft, beziehungsweise gibt es bei uns auch. Also bei uns gibt es eigentlich zum Weihnachtsessen immer am Heiligabend Knödel mit Gans oder Ente, je nachdem, mal so, mit Rotkohl. So. Ganz, ganz basic, das gibt es eigentlich jedes Jahr bei uns. Freunde, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr an Weihnachten oder am Heiligabend so üblicherweise esst. Manche essen ja auch Fisch zu Weihnachten, manche essen, ja, ich weiß gar nicht, was esst ihr zu Weihnachten, würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn ihr es mal in die Kommentare haut, ja, Freunde, ich bin pumped für die Challenge und was man natürlich nicht vergessen darf, einen Tag vor der Challenge. Trinken ohne Ende, Freunde, wenn ich das hier ausgetrunken habe, bin ich ungefähr bei 3 Liter, dann werde ich mindestens noch eine Gallone, im besten Fall noch 2 Gallonen trinken. Eine so eine Gallone ist, glaube ich, 2,2 Liter oder 1,9, irgendwie sowas um den Dreh, also ungefähr 2 Liter, dann wäre ich bei... Ja, am Ende des Tages bei 5 bis 7 Litern, damit der Magen schön gestrafft wird, beziehungsweise schön in die Breite geht, damit der, ja, damit er einfach breit ist, damit da schön morgen viel reingeht, schön viel essen. Es wird einfach, ja, wird ein Kampf auf jeden Fall. Mal gucken, wie es, ja, wie schwer es wird. Ich bin gespannt, weil, ja, wie gesagt, es wird einfach eine themenbezogene 10.000 Kalorien Challenge. Das wird nochmal ein bisschen anders, ein bisschen schwieriger, aber ich bin pumped, wie gesagt, ich hab Bock. Erstmal runter damit. Und schauen, was ich heute noch esse. Ich glaube, ich esse jetzt nur noch Eiweiß. Es ist mittlerweile, ich glaube, 4:30, oder? Ja, 4:30 ist es und ja, ich werde nur noch Eiweiß essen. Im besten Fall vor 6 Uhr gar nichts mehr essen, damit ich schön hungrig aufstehe morgen früh und einfach nur reinhauen will. Und so, Freunde, sieht meine letzte Mahlzeit des Tages aus. Sieht eigentlich sogar relativ appetitlich aus, oder? Das ist ganz einfach. Circa 300 bis 400 Gramm Gemüse mit 275 Gramm. Schweinefleisch, magerem Schweinefleisch. Also nochmal schön Ballaststoffe reinbekommen. Schön Eiweiß nochmal ein bisschen hochpushen. Vielleicht werde ich gleich noch, ja, eventuell werde ich mir noch Whey reinhauen. Aber mal schauen, was sich so ergibt. Was meine Paul sagt, auch mein Eiweiß muss natürlich trotzdem kommen, auch wenn wir morgen Unmengen an Essen vernichten werden. Ich habe schon immer mehr Bock auf diese Challenge, aber ich weiß immer noch nicht, wie sie sein wird, weil es, wie gesagt, diese Special Edition ist. Ob es schwer wird, ob es leicht wird, ich bin auf jeden Fall pumped, Freunde. Vergesst nicht, Sonntag einzuschalten. Und falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like da. Jetzt gibt es auf jeden Fall erstmal diese Mahlzeit. Und wir sehen uns bei Henny wieder. Hallo. Hallo. Ciao. Und zack, Freunde, ich bin jetzt in Lichtenau, weil ich bei Arthur penne. Vorher zocken wir noch Dota 2. Dota 2, wenn wir vorher noch zocken, mit Massimo zusammen. Damals haben Massimo und Arthur immer gezockt. Ich weiß noch, als ich zum Training wollte und Arthur einfach meinte, ja, warte noch diese Runde Dota. Ich dachte, ja, okay, dauert noch 5 Minuten. Da habe ich teilweise einfach eine Stunde auf diese kleinen Assis gewartet, aber ich habe einmal mitgespielt, eine einzige Runde und dann, weiß ich nicht, hatte ich nicht so Bock, aber irgendwie habe ich jetzt richtig Bock mit dem neuen Laptop, den ich jetzt seit einem Jahr habe. Damals hatte ich natürlich nicht so einen guten Laptop, wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen gezockt. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr von so Rollenspielen wie Dota oder League of Legends haltet. Die finden das auf jeden Fall ganz gut, denke ich. Und in diesem Sinne, ach ja, warum ich hier bin, habe ich schon gesagt, warum ich hier bin. Morgen gibt's 10.000 Kalorien. Weihnachtschallenge! Und ich würde sagen, Weihnachtschallenge! Chitaini! Chitaini! Bis zum Chitaini! Chitaini!